Börsenradio Network AG. Marktbericht. Ja, herzlich willkommen am Pfingstmontag zum ersten Podcast-Live-Blick an die Börsen Frankfurt und Wien in der Kalenderwoche 21. Es ist wieder eine Crossover-Folge aus dem Live-Blick und der Wiener Börse-Party, also ein Podcast für Börsenradio und Audio-CD.at. Ja, und das Unpackbare ist, dass beide Märkte year-to-date gleich aufliegen. Beide Märkte sind auch heute am Pfingstmontag im Plus. Der DAX liegt nach knapp 2 Stunden Handelszeit bei 18.758,12 Punkten, ein Plus von 0,29%. Und der ATX/DR ist sogar auf All-Time-High-Niveau bei 8.515,19 Punkten, ein Plus von 0,05%. Nachdem der Wiener Markt gemessen ATX/DR und DAX heuer schon 9,13 Prozentpunkte Performance-Rückstand hatte, ist per Freitagsschluss der ATX/DR auf plus 11,74% gegangen und der DAX war bei 11,66%. Dadurch, dass der DAX heute etwas mehr im Plus als der ATX/DR ist, sind die beiden wieder wirklich Head-to-Head. Und spannend ist auch, dass beide Märkte bisher an den 96 Handelstagen 54 Mal im Plus lagen und 42 im Minus. Der Korridor in den ersten 2 Stunden beim DAX waren 18.710,13 auf 18.776,59 Punkte. Schluss am Freitag war 18.704. Die besten Aktien nach knapp 2 Stunden, Rheinmetall plus 2,2%, Covestro plus 1,4%, die Siemens Healthineers plus 1,06%, die Zalando minus 2%, die Siemens Energy verliert heute mit minus 0,9% und die Porsche mit minus 0,8%. Am Freitag war Verfallstag, Siemens hohe Volumina 808 Millionen Euro und die SAP 628 Millionen Euro. Neue Woche ist immer ein guter Zeitpunkt, um auch noch abzuholen, wie es year to date steht. Und in der Monatssicht, beste Aktie in der Monatssicht, Siemens Energy mit plus 43,55%. Dann year to date auch Siemens Energy mit 108,3%. Und am schwächsten in der Monatssicht, die Sartorius mit minus 20,6%. Und diese Aktie ist auch year to date am schwächsten im DAX mit minus 19%. Momentan gibt es keine Serie mit mehr als 5 Tagen plus oder minus. Am Freitag hat Siemens Healthineers nach davor 6 Tagen im Plus korrigiert und Conti nach davor 5 Tagen im Plus. Folgende Aktien sind auf Jahreshoch in den Tag gestartet. Die Commerzbank mit 15,47 Euro und plus 43,7%. Die Münchner Rück mit 457,8 und plus 22,05% und die Henkel mit 83,98 und plus 15,26%. Auf Jahreslow die Sartorius, die ich erwähnt habe, mit minus 19,42% bei Kurs 268,5 und auch die Brenntag mit 69,66 Euro und minus 16,29%. Und ja, es ist ein Crossover mit der Wiener Börse-Party und dem Motto Market. Hey, and me. Here's Market and me. Podcasting for a quick day. With some of you. Hey, den Zeitgeist, ja. Ein Modethema, Modethema. Ja, die Börse wirklich als Modethema. Wie ich es einleitend schon gesagt habe, präsentiert auch wie immer von Wiener Berger und blicken wir jetzt auf Gewinner-Verlierer aus dem 39-Titel umfassenden Private Investor Relations Universe. Da haben wir die Agrana mit plus 2,2% vorne. Da habe ich dann noch eine lustige Anekdote zum Schluss. Ich finde es zumindest lustig. Dann haben wir weiters die Zumdoppel mit plus 1,3% und die UBM mit ebenfalls plus 1,3%. Auf Jahreshoch in den heutigen Tag aus dieser Gruppe gestartet sind. Die erste Group bei Kurs 47,52 mit plus 29,38% ist zugleich auch der stärkste ATX-Wert year to date. Dann die BAWAG mit Kurs 60,15, die Addiko Bank mit Kurs 20 und 49,8% year to date, die SIMO mit 18,3% und 46,4% year to date und die FACC mit 7,07% und 21,27% year to date. Nachrichtenseitig ist es natürlich heute ziemlich dünn, es ist Feiertag. Aktienkäufe gibt es bei Balfinger und zwar haben die Brigitte Balfinger und der Alexander Susanek Aktien gekauft. Einmal zu 21,67 und einmal zu 23,66.
Die Wiener Privatbank wird 25 Cent je Aktie ausschütten für 2023 und meint dazu, dass man eine besonnene Ausschüttungspolitik fahren wird. Sehr in Rekordlaune ist auch Gold, da teilt Gold & Co. heute mit, dass das Kilogramm in Euro wieder bei 72.021 Euro ist. Also wir sind auch hier fast auf Alltime High. So, und vor dem Abspann spiele ich noch einen Gesprächsfetzen aus dem Talk vom Agrana-Vorstand Stefan Büttner mit Andi Groß vom Börsenradio ein. Da geht es um die Verschuldung und ich finde es einfach witzig. Ein guter Tipp. Also das haben wir ja alle gesehen, dass die Zinsen doch sehr schnell deutlich angestiegen sind. Ja, das wirkt sich natürlich auf unsere Zinskosten aus und aufgrund der hohen Rohstoffpreise haben wir natürlich auch eine wesentlich höhere Verschuldung im Durchschnitt gehabt. Ja, dann machen Sie doch weniger Schulden, bauen Sie doch Schulden ab. Ja, so. wir sind dabei. Ja, das ist doch mal ein guter Tipp. Einen schönen Pfingstmontag mit diesen All-Time-High-Kursen wünscht Christian Drastil. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.